Halten, Pfeil aufspannen, loslassen, schießen. Zielen und spannen, abbrechen. Alles klar. Schön, dass hier ein Jeep rumsteht. Mit dem kann ich bestimmt ganz professionell, das ist mehr so ein Strandbuggy, ganz professionell dorthin fahren, wo ich hin möchte. Ich habe ja schon mehrfach bewiesen, dass ich hier mit den Autos sehr gut fahren kann. Ich dachte, ich lasse den mal kurz vorbeifahren. Jetzt nicht mit jedem hier Beef anfangen. Der Buggy fährt sich aber ganz okay. Bis zu dem Punkt, wo wir da vielleicht. Nein. Schade, Versuch war es wert. Naja. Wieder ein Auto professionell eingeparkt. Genauso habe ich mir das gedacht. Aber wir sind ja auch schon da, wo wir hinwollen. Such mir einen Aussichtspunkt, aber ich könnte doch. Ach. Ja, ja, Kamera zücken, ich weiß. Achso, die sind tot. Der ist nicht so tot. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Okay, das war doch mal ganz gut. Ich sehe hier vor allem auch gar nicht so viele Piraten, wenn ich ehrlich bin. Okay, da sind welche. Deckung vermeiden, Funker lautlos töten. Okay. Sind jetzt die einzigen beiden hier? Scheint so. Na dann. Und elegant hinter die Deckung gefallen. Scheiß bin ich. Ach, scheiße. Das war nicht so clever, glaube ich. Ah. Schade, bis dahin lief es so gut. Ich weiß immer nicht, wie sehr ich diesem Zielding von dem Bogen vertrauen kann. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Komm noch ein bisschen näher. Ah, noch ein Stück. Ein Traum. Den habe ich voll getroffen. Ah, oh, da hinten kommen noch mehr. Wie schön. Ach, scheiße. Jetzt, der darf mich echt nicht sehen? Kacke. Okay, sorry. Ich dachte, das ist nicht so dramatisch. Aber dann,
schon mal los. Vor allem habe ich ja auch nicht so wahnsinnig viele Pfeile, ne? Achso, die kann ich ja vielleicht wieder einsammeln. Ha, sehr schön. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Nein. Den Bogen hätte ich ganz gerne wieder. Ich wollte doch nur den guten Herrn durchsuchen. Hallo? Oh, geht das schon wieder los? Batterien, okay. Naja, warum auch nicht. Ah, ich verstehe. Lief schon mal ganz gut. Ob wir den da hinten treffen, das wird niemals was, oder? Natürlich nicht. Shit. Warum? Ach so, ach Kacke, Mann. Okay, das funktioniert so einfach nicht. Ich glaube, ich werde einfach mal mit so reinschleichen und sie direkt messern. Das ist, glaube ich, eher der Plan. Also den kann ich natürlich so mitnehmen. Der ist nämlich strunzendumm. Lederbrieftasche, sehr schön. Hey Jason, Zeit, diese Piraten zu erledigen. Dass hier irgendwo noch einer steht, wollte gerade sagen. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Tja. Wie schieße ich denn jetzt? Ist das eine gute Idee? So, die werden wir los. Alter. Ich will ihn doch nur durchsuchen. Hallo, darf ich? Danke. Rostiges Universalmesser, traumhaft. Suchen, ohne gesehen zu werden? Ja. Außerdem kann ich meinen Pfeil wieder mitnehmen. Okay, sehr schön. Codefrequenz. Das ist das, was ich wollte. Schätze ich zumindest mal. Ist ja von der Deckung mal alles irgendwie nicht so geil hier.
Okay, das lief auf jeden Fall schon mal besser als die 17 Versuche davor. Muss ich nur aufpassen, dass ich hier keine Leute übersehe. Das habe ich nämlich ganz, ganz schnell gelitten. Sieht ganz gut aus. Okay, $6. Und wo lag jetzt die andere Leiche? Hier vor. Rolle. Sprinten wollte ich gar nicht. So, Kontrollraumschlüssel. Schön, schön. Ist angeblich irgendwo eine Kiste. Ach, da. Jetzt laufen hier doch wahrscheinlich noch mehr Leute rum, oder? Ich gehe mal hier hinten lang. Damit ich hier nicht so direkt auffalle. Außerdem habe ich da einen ganz guten Blick auf die... Mich echt nicht wundern, wenn hier noch irgendwo wer rumläuft. Ja, da hinten zum Beispiel. Das war der Typ von da eben. Jo, sehr schön. Dann haben wir da ja noch die beiden. Nee, raufklettern will ich da jetzt bestimmt nicht. Muss da noch ein bisschen aus der Deckung raus und idealerweise stehen bleiben. So, den werden wir los. Den auch. Sehr schön. Ich sehe schon kommen. Ich lege hier drei Viertel des Camps um. Dann werde ich doch noch von irgendwem entdeckt. Vergilbtes Foto. Vielen Dank für nichts. Müssen wir jetzt noch Funker Vogt mitnehmen? Hi. Jetzt zum Funkgerät. Muss ich jetzt immer noch leise bleiben? Ich gehe irgendwie mal davon aus. Ich gucke noch mal ganz kurz in den Schiffsrumpf. Na gut, hier steht offensichtlich niemand mehr. Gut. Dann haben wir hier nichts weiter zu befürchten. Können wir hier natürlich noch Kisten mitnehmen. Gott, bald habe ich so ein ganzes Kartenset zusammen, wenn das so weitergeht. Irgendwie glaube ich noch nicht, dass das die letzten Leute waren, die wir hier gesehen haben. Das ging gerade noch mal gut. Ich dachte, ich breche mir jetzt gleich irgendwas. Ja, macht doch noch mehr Krach. Ist schon okay. Hätte ich hier nicht gerade wen gesehen? Nee. Offensichtlich nicht. Ja, ich weiß, ich könnte da jetzt straight reinlaufen. Aber bevor ich hier irgendwie überrascht werde,
Schaue ich hier lieber nochmal rum. Okay. Gut. Zumindest auf dem Deck ist die Luft rein. Ach, da steht niemand mehr. Dann funken wir und da kommen garantiert 3 Millionen Leute an. So wird es laufen. Alter, warum finde ich dauernd kaputte Teddys? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hier ist niemand drin? Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Na toll. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Und ich habe nur einen verkackten Bogen. Fuck. Beseitige die Verstärkung am Strand. Super Sache.